Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich melde mich heute aus Dresden. Nur wenige Meter Luftlinie von mir entfernt im Taschenbergpalais findet gerade die Bilderberg-Konferenz statt. Für uns natürlich ein Grund, mal vorbeizuschauen und ein paar Bilder und Eindrücke einzufangen. Auch wenn sich die Herrschaften lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen, die NPD war natürlich mit von der Partie und protestierte auf dem Postplatz gegen das weiträumig abgeschirmte Treffen der Großen und Mächtigen. Sehen Sie nun unseren Beitrag über die Konferenz und ihre Hintergründe und natürlich auch über den Protest gegen die Bilderberger. Die Bilderberg-Konferenz in Dresden. Rund 130 Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt, Medien und Wissenschaft trafen sich hinter verschlossenen Türen im weiträumig umzäunten Taschenbergpalais. Unzählige Gerüchte ranken sich um die diskrete Gesellschaft. Doch was wollen die Bilderberger wirklich? Wir haben dazu den wirtschaftspolitischen Sprecher der NPD, Arne Schimmer, befragt, der sich am Protest seiner Partei gegen die Konferenz beteiligt hat. Gut, wenn man sich die Ziele jetzt erstmal, die sie selber angeben, so durchliest, dann ist es natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es geht dann schon teilweise in eine sehr gefährliche Richtung, in das Aushebeln nationalstaatlicher Demokratie. Einer der wichtigsten Bilderberger der Zeit seines Lebens, der sogenannten Advisory Group, also dem innersten Machtzirkel an der Spitze der Pyramide angehört hat. David Rockefeller, mittlerweile 101 Jahre alt, hat auch einmal in seiner eigenen Autobiografie geschrieben, es gehe also um die Herstellung der einen Welt sozusagen, in der dann eben Staaten und Völker keine Rolle mehr spielen. Und solche Selbstauskünfte machen doch sehr nachdenklich. Und ich frage mich auch, wenn die Bilderberger jetzt schon 50 Jahre so für die Menschheit wirken, warum es immer noch so viele Konflikte, Kriege und Flüchtlingsströme gibt. Die Bezeichnung der Gruppe leitet sich vom Tagungsort des ersten Treffens ab, das 1954 im Nobelhotel Bilderberg in Oosterbeek in den Niederlanden stattfand. Der hierarchische Aufbau der Bilderberger gleicht einer Pyramide. An der Spitze steht die sogenannte Advisory Group, deren Mitglieder auf Lebenszeit ernannt werden. In diesem inneren Zirkel, der das eigentliche Machtzentrum der Gruppe bildet, spielt der frühere Bankier und Milliardär David Rockefeller eine herausragende Rolle. Die nächste Ebene bildet das sogenannte Steering Committee, der Lenkungsausschuss, dem neben dem Vorsitzenden, derzeit ist dies der Chef des Versicherungskonzerns AXA, Bernard de Castries, auch zwei Generalsekretäre, einer für Europa und Kanada und einer für die USA, sowie fünf weitere ständige Mitglieder angehören. Auf der dritten, der untersten Ebene, befinden sich die jeweiligen Teilnehmer der jährlichen Konferenzen, die allesamt zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Angeblich werden auf den Konferenzen der Bilderberger keine Entscheidungen getroffen. Arne Schimmer bezweifelt dies und erläutert gegenüber DSTV, warum die NPD gegen das Treffen demonstriert. Ja, wir als NPD demonstrieren heute gegen die Bilderberger, weil wir es eben für nicht hinnehmbar halten, dass man sich auch erstmal so abschottet. Wir alle wissen das ja, man bekommt ja dann schön aufs Butterbrot geschmiert, wenn man beispielsweise die Totalüberwachung von der NSA kritisiert, dass man dann gesagt bekommt, naja, wer ja nichts zu verbergen hat, der hat dann ja auch nichts zu befürchten. Aber hier treffen sich viele demokratisch gewählte Politiker, beispielsweise jetzt hier Finanzminister Schäuble und auch Innenminister de Maizière, treffen sich, ohne dass irgendetwas bekannt wird von dem, was sie da aushandeln. Also das Ganze leidet unter einem riesigen Demokratiedefizit und einem riesigen Öffentlichkeitsdefizit. Und wir wissen auch genau, also das hat man sogar diesmal letzten Endes zugegeben, dass diesmal das Thema Geopolitik auf der Tagesordnung steht. Und auch da ist die Befürchtung natürlich groß, dass sich hier die alten Sieger des Kalten Krieges treffen und letzten Endes Strategien zur Eindämmung oder auch Zurückdrängung von China oder von Russland beraten. Und das ist unseres Erachtens ein Spiel mit dem Feuer, weil es eben auch keine Kontrolle gibt. Niemand wird je wissen, was hier geredet wird. Die Teilnehmer sind zu strenger Geheimhaltung verpflichtet. Aber man kann beispielsweise doch von einigen, die mal Mäuschen gespielt haben, beziehungsweise als Teilnehmer bei der Konferenz dabei waren, wissen wir, dass hier sehr wohl Grundlinien der Politik besprochen werden. Schon vor über 50 Jahren wurde beispielsweise im Kreise der Bilderberger die Einführung einer europäischen Einheitswährung besprochen. Und insofern wollen wir eben eine Refeudalisierung der Politik verhindern, dass wirklich nur noch einige Geld- und Politikfürsten, einige Superreiche die Politik machen, aber nicht mehr das Volk. Die Kritik der Nationaldemokraten deckt sich mit den Einwänden seriöser Wissenschaftler. So erklärte der Managementprofessor an der britischen Cranfield-Universität, Andrew Cacabazzi, zu den Konferenzen, da trifft sich eine Gruppe von Leuten, die ihre Weltsicht und Philosophie durchsetzen wollen. Der Münchner Mediensoziologe Rudolf Stumberger befürchtet daher, dass neben den offiziellen Strukturen, neben den demokratischen Strukturen, die inoffiziellen Strukturen zunehmend wieder an Gewicht gewinnen.
Dieser Befürchtung gab auch der sächsische NPD-Landesvorsitzende Jens Bauer in seiner Rede auf dem Dresdner Postplatz Ausdruck und prangerte zugleich die steuergeldfinanzierte Abschottung an, die für das vermeintliche informelle Treffen betrieben wird. Und wie auch vor einem Jahr bei dem G7-Finanzgipfel haben wir auch heute wieder hier die Auswirkungen dieses Elitentreffens zu spüren. Wir sehen also, die ganze Stadt ist voller Polizei. Das Ganze ist natürlich verbunden mit immensen Kosten. Insgesamt sind 4 Hundertschaften der Polizei im Einsatz, dazu mehrere Wasserwerfer und, wie man der Zeitung entnehmen konnte, sogar ein Räumpanzer. Und auf den Dächern kann man davon ausgehen, dass sich auch hier Scharfschützen eingefunden haben. Die soziale Schieflage in der Welt des großen Geldes, für die eine Gruppe wie die Bilderberger steht, stellte der Berliner NPD-Landesvorsitzende Sebastian Schmidtke in den Mittelpunkt seiner Kritik. Mehr als 2,5 Millionen Kinder leben durch diese Realität hier in Deutschland in Armut. 300.000 Menschen leben auf der Straße. Millionen von Menschen müssen genau wegen so einem Typen da drüben auf Billiglohnsektor arbeiten und werden in Altersarmut abrutschen. Das sind die bitteren Realitäten dieses Volkes, unseres Volkes. Und genau deswegen sind wir hier, um diese Realitäten anzusprechen und genau gegen solche Realitäten zu demonstrieren. Und da müssen wir nun mal gegen etwas sein. Wir müssen dagegen sein, dass unser Volk hier bluten muss für fremde Interessen aus aller Welt und nicht mehr für die eigenen Interessen, wofür eigentlich ein Volk und seine Politiker einstehen müssten. Und genau deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir heute hier gemeinsam stehen und Protest gegen diese Clique von Milliardären zeigen. Und NPD-Parteichef Frank Franz widmete sich vor allem den transatlantischen Verstrickungen in Politik und Medien. Wir brauchen nicht nur für Deutschland, sondern wir brauchen für alle Staaten und Völker auf dieser Welt mehr Freiheit und mehr Souveränität. Deutschland und Europa müssen endlich einen eigenen Weg gehen. Wir müssen uns abnabeln von der sogenannten Westbindung. Wir müssen uns abnabeln von den US-Amerikanern und ihrer militärischen NATO, die für die Kriege in dieser Welt verantwortlich sind. Es sind die USA und die NATO, die Nordafrika destabilisiert haben. Es sind die USA und die NATO, die für die Unruhen in Syrien verantwortlich sind, die den Irak bombardiert haben oder dem falschen Vorwand, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Ich kann Ihnen etwas sagen, die Massenvernichtungswaffen, die man dem Irak vorgeworfen hat, die dort nicht zu finden waren, die treten nicht in Form von Bomben auf. Die waren Massenvernichtungswaffen, die sitzen in Gebäuden wie denen des Axel Springer Verlages, in den Medienhäusern dieser Welt. Einen ausführlichen Bericht über die Bilderberg-Konferenz mit vielen Hintergrundinformationen finden Sie in der August-Ausgabe der Deutschen Stimme. Wir hoffen, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben und freuen uns, wenn Sie unseren Aufklärungsjournalismus weiter unterstützen. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Ihre Emma Stapel.